Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Wie sinnvoll es ist, eine Bundesstiftung Gleichstellung zu begründen, darüber kann es hier wohl keinen Zweifel geben. Denn solange Macht, Geld und Zeit unterschiedlich zwischen den Geschlechtern verteilt sind, ist der Auftrag des Grundgesetzes, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung durch den Staat zu fördern, nicht erfüllt. Und eine Bundesstiftung, die diese Förderung unterstützt, ist notwendig. Aber, meine Damen und Herren, und jetzt kommt ein dickes Aber. Was in diesem Gesetzentwurf aufgeschrieben wurde, darüber muss man doch nicht 3 Jahre nachdenken. Die Bundesstiftung hätte direkt zu Beginn der Legislaturperiode begründet und mit Aufträgen gefüllt werden können. Das haben Sie versäumt, Frau Giffey, das haben Sie von der Koalition versäumt. Längst hätte dies Ihrem Regierungshandeln der Gleichstellungspolitik neue Impulse verleihen können. Und Sie hätten das heute gute oder starke oder wie auch immer Gleichstellungspolitik nennen können, haben Sie aber nicht, und das kritisieren wir. Denn, meine Damen und Herren, gerade diese Krise hat doch unübersehbare, harte und negative Auswirkungen auf Frauen. Stichwort Retraditionalisierung. Die ist im Alltag von Frauen und Männern längst angekommen. Die Bundesstiftung hätte die Auswirkungen der Pandemie auf die Geschlechtergerechtigkeit und ein Entgegenwirken unter die Lupe nehmen und ihnen längst Empfehlungen geben können. Das versäumen wir gerade, und das ist ärgerlich. Empfehlungen wären auch notwendig gewesen, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn die Bundesregierung hat sogar versäumt, in der Krise von Anfang an beratende Gremien divers zu besetzen und geschlechtersensible Aspekte zu diskutieren. Und, meine Damen und Herren, wir Grüne begrüßen die Idee des offenen Hauses für Gleichstellung ausdrücklich. Aber eine intersektionale Dimension gehört doch selbstverständlich dazu. Ohne den Blick auf Mehrfachdiskriminierung und Vielfalt von Frauen kann eine chancengerechte Gleichstellung nicht gelingen, ohne echte Diversität auch nicht. Allein diese Gedanken fehlen hier schon, da muss dringend nachgebessert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Stiftung sollte mutige Konzepte für wirksame Veränderungen aufnehmen, von Verbänden, von Wissenschaftlerinnen etc. Wir möchten weiterkommen bei flexiblen Arbeitszeitmodellen für Frauen und Männer, bei den Auswirkungen geschlechterspezifischer und digitaler Gewalt, bei der vollständigen Umsetzung der Istanbul-Konvention und den Auswirkungen der Einschränkungen reproduktiver Selbstbestimmung von Frauen. Wir Grüne wollen eine Gesellschaft, in der alle gleichberechtigt, selbstbestimmt und solidarisch miteinander leben. Eine Bundesstiftung, die mehr Wissen, mehr Aktion und mehr Innovationen bringt, ist überfällig. Aber wie die Besetzung und das Verfahren dazu laufen soll, sollte klar und deutlich unter Mehrbeteiligung aller Akteurinnen erfolgen. Darüber wird zu reden sein. Und das ist sehr bedauerlich. Dazu geben Sie sich, dazu geben Sie uns kaum Zeit. Ich finde, das ist wirklich unprofessionell. Der Beginn einer guten Idee, den hätten wir Grüne uns anders gewünscht. Und deswegen kann ich nur sagen, gut, dass wir es machen, aber schade, wie es läuft. Danke sehr.